Merkwürdigerweise ist eine meiner ersten Erinnerungen eine hier im Alter von 5 in Berlin. Das war im Niederländischen Palais, was so einigermaßen wieder aufgebaut ist. Da war ja die aufgebaut ist. Und dann Linden gegenüber von der heutigen Universität, vom Zeughaus oder von der Neuen Wache. Da hatte er im Obergeschoss seine Dienstwohnung. Darunter hatte der Kronprinz eine Wohnung und ganz oben wohnte der Hausmeister. Und ich weiß, dass ich morgens in die Zimmer kam und er saß, anders als zu Hause, hinter einem großen weißen Schreibtisch, war dadurch so ein bisschen von mir abgesetzt. Zu Hause konnte ich so von hinten rangehen. Dann saß er am Schreibtisch, dann bat ich ihn, was zu malen und dann konnte man so an ihn rantreten. Er saß so ein bisschen weg hinter diesem weißen Schreibtisch mit so goldenen Einlegarbeiten irgendwie. Und wir haben dann im Hof lagen wunderbare Bronzetiere. Und wir sind auch mit ihm und mit meiner Mutter ans Schloss gegangen. Damals war das ja noch da. Und ich kann mich da durchaus komischerweise noch ziemlich genau daran erinnern. Dann gab es auf dem Dach gab es einen wunderbaren Dachgarten. Aber jedenfalls habe ich ihn in Berlin, habe ich eine meiner ersten Erinnerungen, die noch ganz klar ist. Er hat uns dann auch auf Rügen besucht, mal ein Wochenende, hat mit uns da etwas gespielt. Aber sonst später sind die Erinnerungen oder so aus den letzten beiden Kriegsjahren sind dann doch in Bückeburg. Da ist mir, was ich auch anderen schon gesagt habe, ist mir immer seine Sportlichkeit sehr in Erinnerung gewesen. In seinem Anziehzimmer hing immer ein Punchball, an dem er morgens übte. Er war da eingespannt und da trainierte er, war ein durchtrainierter Mann. Was ich von Axel Busche erst gehört habe, er war ja Meister seiner Gewichtsklasse im deutschen Heer vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Hat also sich immer sehr trainiert, war auch in keiner schlagenden Verbindung, wollte wahrscheinlich auch nicht als Feigling gelten, hat sich dann trainiert. Glaube aber im Wichtigen, das Training beim Boxen ist also so extrem. Also das erinnere mich dann, erinnere ich, dass er wunderbar kraulte. Also das ist ja immer sehr eindrucksvoll für ein Kind auch zu sehen. Ich erinnere ihn nicht als Reiter, was er ja sicher sehr gut konnte, aber eben im Boxsport, seine Jagdtour natürlich. Und dann war er ja eben ein großer Naturbeobachter und was wollte uns natürlich auch Freude machen. Und ich weiß, dass er eine Nacht uns rausbrachte, um eine Nachtigall zu hören. Wurden wir geweckt, dann war er immer ganz entsetzt. Da hatte er einen Schwarm von Krähen abgeschossen, dabei ein Pirol erwischt. Das ist ja ein ungewöhnlicher, ein ganz knallgelber Vogel, der eigentlich mehr so aus dem Mittelmeerraum kommt, hat er mit erschossen. Und ein Eisvogel, alles, was so ein bisschen fröhliche Farben machte, brachte er uns natürlich nah, abgesehen mal von der Nachtigall. Dann weiß ich noch, dass wir mit ihm proben mussten in einen Bunker zu fliehen, der bei Kriegsangriffen war, bei Bombenangriffen, die dann gar nicht kamen, flohen wir mit ihm rein. Da mussten wir manchmal kleine Mutproben bestehen, dass er uns irgendwie, ja, wir durften nicht Schmerz zeigen, wenn er hier irgendwas reinklemmte, oder auf dem Kopf stehen, aber enttäuscht, wenn man dann nicht sportlich genug war. So. Also man hatte auch so kleine Negativerlebnisse, wenn man nicht ganz so couragiert war, wie er es vielleicht erwartet hatte. Aber und unsere Mutter erzählte, dass er eben ein sehr guter Erzähler war. Und immer, wir wussten natürlich ganz genau, es war jetzt meine ältere Schwester, die ein Jahr älter ist, 1936 im Herbst geboren. Ich bin 1938 geboren. Und wenn er dann nach Hause kam aus Berlin, erzählte er Geschichten. Und wir wussten natürlich immer genau, wie sie aufgehört hatten und mussten dann wieder weitererzählen. So diese Erzählfähigkeit, die Fröhlichkeit auch, die Sportlichkeit, ja, und auch ein gewisser Ordnungssinn. Ich musste ihn öfter abholen in der Hofkammerverwaltung und musste allein immer durch ein Waldstück gehen, wo ich auch Ängste hatte. Ich war ja nur ein kleiner Junge und zurück. Und er räumte immer, mache ich heute noch, räumte immer die Stöcke von den Wegen weg. So mit seinem Stock schmiss er sie so weg. Da sage ich, warum machst du das? Ja, wenn du zum Beispiel nachts hier gehst, dann fällst du darüber. Also es leuchtete mir ja dann auch ein.
Also, und alle haben das gesagt, also wenn man mit ihm spazieren ging, dass er einem Sachen zeigte, also es war nie langweilig. Also, das haben auch die Älteren immer gesagt, also ein ausgesprochen genauer Beobachter. Er trug starke Brillengläser allerdings, musste also sich das vergrößern sozusagen. Das änderte aber nichts daran, dass er trotzdem gut beobachtete und war ja ein gefürchteter Schütze, weil er so gut schoss, ne?